So, da hatte ich die Folge beendet, aber wir werden trotzdem noch etwas weiterspielen. Ich vertraue dem Headset jetzt mal wieder, aber gut, es ist ein neues Headset. Deswegen vertraue ich auch darauf, dass es diesmal meine Stimme aufnimmt, weil das war doch etwas ärgerlich. Na komm, komm, putt, 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 putt. Ich möchte dir nichts tun, ich möchte dich nur knüppeln. Und dann bin ich sehr befriedigt, wenn du geknüppelt bist. Was ist? Ja, was ist das? Heul nicht rum. Ich höre schnell bewegende Schritte. Boah, ich dachte gerade, der hätte mich gesucht. Mein Gott. Büro des Vorarbeiters. Der hat auch nur einen Brief hier und sonst wieder nix, ne? Nö. Dummer Vorarbeiter. Lagerbestand: Eisenerz, Bronze, Kupfer, Getreide, Papier, Teer. Aha. Und wen interessiert das? Mich interessiert das nicht. Aber egal. Egal. Und dann möchte ich gleich weiter runter. Dann komme ich nämlich wenigstens auf das scheiß Schiff. Was ist hier? Ach, Geld. Geld, was in der Luft schwebte. Auch schön. Naja, laufen wir hier einfach rum. Die ist auch offen. Hier habt ihr auch wieder nichts? Nö. Warum auch? Bin ja nur ich. Warum solltet ihr dann hier auch was verstecken? Nö, da ist auch nichts. Und da hinten eine von den Türen ist zu, das weiß ich. Und zwar die. Und die kriege ich auch nicht auf. Da habe ich auch keinen Schlüssel für. Nee, hier ist auch nichts. Und hier können wir rausgehen. Dann können wir hier. Ach, hier ist auch eine Leiter. Und da ist das tolle Schiff, was ich meinte, wo ich gerne hin möchte. Da möchte ich sehr, sehr gerne hin, aber nicht von hier. Denn ich möchte jetzt da wieder runterlaufen, die Treppe. Und dann möchte ich da unten die ganzen Leute erstmal knüppeln. Du hängst auch wieder in der Luft, soweit wie ich das sehe. Es ist nur blöd, dass man diese roten Türen nicht aufkriegt. Und wo Halle B ist, weiß ich leider auch nicht. Müsste ich nachher mal auf die Karte gucken, weil wir haben schon mal einen Schlüssel für Halle B. Oh, Gerrit. Langsam, leise. Das hast du noch nie gehört, sowas, ne? Langsam und leise. So, hier ist nix, glaube ich. Aber zur Not nochmal nachgucken. Doch. Doch, hier war ja doch was. Wir haben schon 760 und wir sollten eigentlich nur 500. Also ich denke, wir können schon recht zufrieden sein. Wachen. Wachen. Ich hörte doch jemanden pfeifen. Das ist mir nicht sehr angenehm, wenn ich jemanden pfeifen höre. Aha. Ich weiß, dass du hier reinkommen wirst. Das weiß ich schon. Deswegen werde ich mich auf dich freuen und dich dann kanüppeln. Du gehst so schnell. Musst du auf Toilette? Was war denn das? Das war nichts. Einfach schlafen und die Klappe halten. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. So, dich parke ich jetzt einfach mal da. Hast du noch einen Schlüssel für mich? Nö, irgendwer hatte noch einen Schlüssel für mich. Ich weiß nur nicht, wer hier den Schlüssel für mich hatte. Ach, du kommst auch hier rein. Hast du einen Schlüssel? Oh, du hast aber Husten. Geh zum Arzt, Freund. Geh zum Arzt. Das würde ich dir sehr empfehlen. Ja, du hast einen Schlüssel. Du hast einen Schlüssel. Gehabt. Mitkommen. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich hier rumgelaufen bin, aber wenigstens habe ich das Schiff jetzt wieder gefunden. Da bin ich sehr erfreut drüber. Gib mir mal your file. Thank you. Das funktioniert auch, wie geschmiert. Mitkommen. Und einmal bitte dahin. Und damit du mir nachher nicht auf den Sack gehst, beziehungsweise auf die Eierstöcke. Was ist da los? Da ist nichts los. Das hast du dir nur eingebildet, Freund. So, wenigstens ein bisschen in den Schatten. Und auf dieses Schiff möchte ich gerne. Und da steht jetzt noch ein Bewacher drauf. Ein einziger mickriger Bewacher, der uns nicht sieht. Sieht aus wie das Schiff von Captain Davidson.
Zwielichtiger Bursche. Lebt von Schmuggel und Piraterie. Ja, alles ruhig. Oh oh. Pass auf deine Rückendeckung auf. Selber. So, Leute, mein Spiel hatte sich aufgehangen. Sieht aus wie das Schiff von Captain Davidson. Zwielichtiger Bursche. Lebt von Schmuggel und Piraterie. Na, komm her. Ja, warum läufst du da hoch? Bist du dumm? Kommst du bitte wieder runter? Oh, der ging ins Holz. Komm her. Und stell dich bitte da vorne wieder hin. So hoch kann ich doch gar nicht zielen. Wie soll ich denn so hoch zielen? Meine Fresse. Wie soll denn das gehen? Aha. Monsieur kommt anscheinend. Oh, kannst du einmal da bleiben, wo ich dich haben will? Stell dich hier bitte wieder auf das Ding. Und lauf nicht rum wie so ein gescheuchtes, aufgescheuchtes Huhn. Ja, was zum... Was macht der da? Wenn du da jetzt stehen bleibst, ne? Wäre ich ja sehr erfreut. Nur ich wette, ich treffe dich nicht. Oh, nicht doch. Nicht doch, nicht doch, nicht doch. Diese scheiß Flugbahnberechnung. Aha. Okay. Ich habe ihn getroffen. Und nochmal getroffen. Und er bleibt einfach da stehen. Und genau so hätte er auch auf der Brücke gestanden. Her damit. Genau so hätte er auch hier drauf gestanden. Nochmal schnell sichern für den Fall. Ich höre Spinnen. Ich höre Spinnen. Ich weiß ja schon, wo sie sind. Hallo. Oh oh. Komm her. Nein. Danke. Ah, wir können essen. Und ich sehe immer so manche, die sagen, das gebe keine Gesundheit, wenn man das isst. Ihr habt ja jetzt gesehen, dass es sehr wohl Gesundheit, dass ich sehr wohl Gesundheit dafür bekomme. Ja, die ist zu. Das wusste ich doch. Davidson Schlüssel. Ah, ich glaube, den muss ich noch ein paar Mal benutzen. Lesen wir erst den Mist hier, dann habe ich es hinter mir. Logbuch des Kapitäns. Wir haben an den Docks von Rampone angelegt. Das ist zwar kein sicherer Hafen, aber die Belohnung ist das Risiko wert. Wir müssen die Ladung so schnell wie möglich löschen und die Gewürze in den Kisten in Halle B verstecken. Unser Anteil der Beute müsste wie immer im Safe in Osterlins Büro sein. Ich verstecke die Gewürze, während meine Crew Rampones Fracht ablädt. Ich kann es kaum erwarten, abzulegen und zu unserem Treffpunkt zu segeln. Dort erwarten uns schon Captain K. und seine Jungs. Dann kann die Jagd beginnen. Gilva, der alte Narr, schickt doch tatsächlich immer noch unbewaffnete Schiffe auf die Reise. Wenn das keine Einladung für ehrbare Piraten ist. Ja, wenn das mal keine Einladung ist. Kriege ich auch eine Einladung zu eurer Party? Ich möchte nämlich eine haben. Ja, und jetzt wäre Halle B wieder wichtig, wenn die Gewürze denn wertvoll wären, was ich nicht weiß, ob sie wertvoll sind oder nicht. Deswegen möchte ich doch nochmal auf die Karte gucken, gleich. Und dann mal gucken, ob ich die Halle B finde. Weg damit, weg, 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 weg. Dankeschön. Zumachen, damit keiner weiß, dass wir hier waren. So, also ich glaube, hier runter zu gehen lohnt sich auch nicht. Da ist nämlich auch nichts. Aber wir können noch nach oben theoretisch gehen. Ich habe da doch gerade einen Wachenkopf. Nee, habe ich mich doch vertan. Oh, ja, genau. Ja, richtig. Was, hattest du noch Geld? Du lagst jetzt aber auch komisch da. Kann ich dich nicht ins Wasser werfen? Das. Ich möchte dich aber ins Wasser werfen. Naja, kann ich dich hier runter glitschen lassen? Ja, ich kann es. Schön. Wir können das Schiff ein bisschen steuern, auch wenn sich nichts tut. Wir können hier dran rumdrehen. Ah. Ah. Da geht eine Geheimtür mit auf. Das wusste ich noch nicht. Aber welche Tür? Unten? Ging hier eine Tür auf? Eventuell. Ich hab doch was gehört. Oh, ein heller Fleck. Juhu. Ich hab doch jetzt eine Tür gehört. Und das war nicht... nicht jemand anderes. Was für ein Deutsch. Aber egal. Hoch mit dir.
Ach ja, was ich zu den hellen Räumen noch sagen wollte, das wird lustig in der Bearbeitung. Weil wenn ich das einfach nur komplett einmal hell einstelle, dann... Wo ist denn hier was aufgegangen? Ich hab doch was... Ich habe doch was gehört, dass hier was aufgegangen ist. Ich verstehe nur nicht, wo. Ja, da steht die Nummer am Schiff. Bin ich denn jetzt doof? Bin ich denn jetzt doof? Nochmal bitte. Ja, und ich höre eine Tür, die zugeht. Wetten, dass das die ist, wenn man keinen Schlüssel hat? Das ist die ganz bestimmt. Weil sonst ist hier keine Tür. Egal. So. Wo ist Halle B? Speichern wir nochmal. Und dann gucke ich mal eben auf die Karte und suche die tolle Halle B. Ach so, direkt vor mir. Aha. Da ist eine Müllrutsche. Ja, da war ich aber überall drin. Ach, da gibt's noch welche, wo ich nicht drin war. Okay. Gebäude A, zweiter Stock. Dabei ist die Frage, da ist noch Kunstsammlung. Ja, genau. Ja, da war ja auch nichts. Tja. Also irgendwie... Nö. Also ich muss ehrlich sagen, wie viel Gold haben wir denn? Wir haben, da war es doch, 950. Das sind 450 mehr, als wir eigentlich hätten mitnehmen müssen. Ja, deswegen gehe ich jetzt erstmal hier in aller Gemütlichkeit lang. Nicht, möchte ich mal so sagen. Wenn ich hier auch zu meinem Stapel wiederkomme, finde ich das gut. Wenn nicht, dann nicht. Dann muss ich eben eine andere Route nehmen. Das wäre dann blöd. Oh. Oh, hi. Du stehst da genau richtig, meine Freund, damit ich dich kann knüppeln. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Ja, hast du auch, ganz bestimmt. Dass das funktioniert, finde ich doch immer wieder klasse. Du hast nichts für mich, ne? Nee, du hast nichts für mich. Ich höre noch eine Wache. Und da geht's rein, aber auch nur in die Halle. Wen höre ich denn hier? Ach, dich höre ich. Ah, jetzt weiß ich auch, wo ich bin. So, hast du noch Geld für mich? Nein. Frechheit. Ich bin enttäuscht, aber ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Dann gehe ich doch jetzt einfach wieder hier weg zu meinem Kistenstapel. Wenn mir jetzt jemand sagt, wo mein Kistenstapel ist. Das wäre schön, wenn ich wüsste, wo mein Kistenstapel ist. Weg damit. Da kann ich wieder kreischen. Wo ist meine Kistenstapel? Ach doch, ich glaube, da hinten ist meine Kisten. Nein, das hier ist meine Kistenstapel, oder? Ist das meine Kistenstapel? Wäre schön, wenn ja. Ja, das ist der Kistenstapel. Speichern wir noch schnell. Und da ist noch Gold. Her damit. Ich möchte das Abenteuer beenden. Hallo? Ich habe doch alles gemacht. Ich möchte das Abenteuer jetzt gerne beenden. Warum tust du es nicht? Das war doch mein Kistenstapel, oder etwa nicht? Ja klar, oder da hinten. Okay. Ich verstehe hier gerade gar nichts mehr. Dazu sage ich jetzt auch nichts. Dazu sage ich jetzt mal gar nichts. Dann ist das da hinten mein Kistenstapel, obwohl das auch nicht sein kann. Habt ihr hier noch Gold versteckt, wenn ich hier schon zufälligerweise bin? Ich weiß nicht mehr, wo mein Kistenstapel ist. Aber doch, das hier ist meiner. Richtig. Da war doch was. Einmal möchte ich doch richtig speichern. Das mache ich nämlich immer am Ende eines Levels. So, speichern, fortfahren und runter.